Hi, ich bin Fabian und heute muss ich mal, glaube ich, mein Notebook aussaugen, weil der eine Lüfter links so unter den Tasten QWE hier so, der hier drunter ist, der fängt an zu vibrieren und wenn er vibriert, dann stört er auch die Kollegen im Raum und bei uns der IT-Support meinte, kann man einfach aussaugen. Schritt 1 ist natürlich klar, erstmal den Rechner ausmachen. Wenn er aus ist, dann ist unter dem Akku eine einzelne Schraube bei dem Kennzeichen D. Und wo ist das D? Gucken wir jetzt mal. Also Kiste ist erstmal aus. Drehen wir um. So, den Akku rausnehmen. Und unter dem Akku soll es eine einzelne Schraube geben. Bei einem D. Also hier ist schon mal eine Schraube. Und hier ist auch eine Schraube. Und diese Fläche möchte ich abmachen. Und mir scheint, ich mache einfach beide ab. Weil mir sieht es auch so aus, als wenn beide ab müssen. Der ist wohl zu groß. So, Nummer 1. Und Nummer 2. Und jetzt schauen wir mal. Muss noch irgendwo eine Schraube sitzen. Ah, man muss es nach da schieben. Also beide Schrauben waren auf jeden Fall richtig abzumachen. Und hier haben wir jetzt mal das Innenleben. Und ist er ja jetzt gedreht, um den Lüfter geht es hier. Der sieht aber erstmal relativ sauber aus. Dann schrauben wir den Lüfter einfach auch mal ab und gucken einfach mal unter den Lüfter. Ah. Okay, hier ist eine riesen Staubwolke da so, die sich jetzt gezeigt hat und die ist hoffentlich dafür verantwortlich, dass der Lüfter anfängt zu vibrieren und laut zu werden, sodass ich die jetzt absaugen werde. Und danach hoffentlich das Problem sich erledigt hat. Okay, beim Saugen ist natürlich wichtig, man möchte ja nicht die Technik zerstören, von daher sollte man den Staubsauger nicht auf voller Leistung betreiben. Deshalb habe ich den schon vorher ein bisschen runter geregelt. Okay, das war Nummer 1 und ich werde den zweiten mir auch gleich noch einfach mal mit angucken. Wenn ich schon mal die Rede hier offen habe und bei bin, dann kann man sich den zweiten, denke ich, auch gleich noch zu Gemüte führen, einfach um, weil alles ein einzelner Abwasch ist, ne? Erstmal die beiden Schrauben wieder ran. So, gucken wir uns also diesen Lüfter nochmal an. Auch wieder zwei Schrauben. Jetzt in Sachte den Lüfter rausheben. Möglichst keine Kabel abmachen. Ah ja, selbes Spielchen. Man sieht hier auch wieder richtig die Staubansammlung, die dafür sorgen, dass die Abluft nicht richtig das Gehäuse verlassen kann und deshalb der Lüfter nicht mehr richtig effizient ist und dementsprechend schneller drehen muss und das Gerät trotzdem wärmer wird. Den saugen wir jetzt natürlich auch aus. So, das war Nummer 2, den jetzt natürlich wieder ordentlich und sachte einbauen, ohne die Kabel zu knicken oder versehentlich abzuziehen. So, und jetzt kann die Klappe wieder drauf. Vorhin mussten wir die mit einem leichten Rutsch nach hinten abschieben, also setzen wir sie ein bisschen zu weit hinten auf. Und hoffen, dass wir sie mit einem leichten Schubs nach vorne wieder einsetzen können. Hier muss man noch darauf achten, dass alle Nasen richtig liegen.
Und jetzt. So. Perfekt. Die beiden letzten Schräubchen wieder. So, und dann sind wir auch schon fertig. Jetzt hier nochmal den Akku einsetzen. Die klackt. So, und jetzt Notebook starten und dann werde ich es auf jeden Fall möglichst unter Last bringen, um zu gucken, dass die Lüfter anspringen und dass sie auch wirklich Luft blasen. Ne? Dass man eventuell Problem möglichst frühzeitig erkennen kann. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!